Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Folge. Und ich will zu Beginn ganz kurz, aber wirklich ein bisschen ganz kurz, Leute, eine kleine Real Talk Runde hier raushauen. Hört einfach mal zu, was ich hier euch zu berichten habe. Ich habe zwei Dinge. Eine, ja, sage ich mal, einmal geht es um Kritik und einmal geht es um eure Vorschläge. Ich würde sagen, wir machen erst die Kritik. Nämlich, gestern haben sich Leute aufgeregt, dass ich auf das Thumbnail den Markt so verdeutlicht habe, dass Ronaldo Team of the Year 100.000 Münzen kosten, Messi 100.000 Münzen Team of the Year. Mir ist jetzt auch klar geworden, dass die ganzen, also dass alle Free-to-Play-Spieler jetzt ihre Team of the Year-Karten bekommen haben. Das, ihr habt mich aufgeklärt, ich habe nicht daran gedacht, dass jetzt natürlich alle Spieler, die halt so immer die Punkte abgeholt haben, jetzt ihre Team of the Year-Spieler bekommen haben. Deswegen, sind die Spieler natürlich gesunken, verstehe ich, war mir aber gestern in der Folge noch nicht klar. Und da haben sich halt Leute aufgeregt, dass ich das auf dem Thumbnail so verdeutlicht habe, dass die Spieler halt so günstig sind und deswegen sind daraus Kommentare entstanden wie Clickbait, hör auf damit oder weiß der Geier. Ich sag mal so, Leute, ich habe nichts gegen Kritik. Klar, das war auf einer gewissen Art und Weise war das Clickbait da, weil die Spieler halt nicht so viel gekostet haben, aber ich sag mal so, ich hoffe, ihr könnt mich da auch verstehen. Das Thumbnail soll ja dafür dienen, auf das Video aufmerksam zu machen. Klar, ich hätte es anders machen können. Ich hätte einfach den Markt so zeigen können, wie er ist. Ronaldo oder Messi Team of the Year 10 Millionen ist ja auch schon relativ günstig für eine Team of the Year Karte. Ich habe das aber ein bisschen überspitzt, sage ich mal. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ich hätte es so darstellen können, wie es halt ist. Aber in meinem Hintergedanke war halt, auf das Video halt aufmerksam zu machen und das macht man halt, oder ich fand das einfach eine coole und lustige Idee, wenn ich da 100.000 Münzen für einen Ronaldo oder für einen Messi aufs Thumbnail packe. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Kritik, wenn ihr irgendwas auszusetzen habt oder wenn ihr irgendwas habt, was ich verbessern kann oder was ich vielleicht anders machen soll. Natürlich, wenn jetzt jemand schreibt, wenn jetzt einer schreibt, das soll ich anders machen, heißt es ja nicht, dass der andere oder ein anderer Zuschauer, also ein anderer von euch da draußen, das auch schlecht findet. Vielleicht ein anderer findet das gut, ein anderer findet das auch wieder gut, ein anderer findet das auch wieder gut, ein anderer findet das aber wieder schlecht. Also ich habe nichts gegen Kritik, aber wenn, also ihr könnt gerne schreiben, ich finde das gut, weil, ich finde das nicht gut, weil, also eine Begründung dahinter, eine wirkliche Begründung, dass ich auch weiß, was ich verbessern kann oder was ich falsch gemacht habe. Weil Leute, wir sind alle Menschen und ja, Menschen machen Fehler. Aber wenn jetzt jemand schreibt, du bist ein Punkt, 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 was soll das, du Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde jetzt hier die Beleidigungen nicht sagen, aber es gab viele, oder das heißt viele, es gab vereinzelt welche, die halt direkt beleidigt haben und das finde ich halt nicht gut. Das wollte ich jetzt einfach mal ansprechen am Anfang der Folge. Das macht vielleicht nicht jeder, aber mir ist das aufgefallen und deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht und ich hoffe, ihr habt mir hier zugehört. Und die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, weil es auch unten in den Kommentaren stand, dass ich zu viel versus Angriff spiele, Leute. Ihr könnt mir gerne Vorschläge schreiben, was ich in den 20 Uhr Folgen machen kann, was wir da gemeinsam machen können, weil natürlich versus Angriff macht mir am meisten Spaß. Es gibt halt aktuell keine Events, die ich so in der 20 Uhr Folge zocken kann. Es gibt das Team of the Year Event. Ja, da kann ich 3-4 Skillspiele machen, dann ist das Team of the Year Event auch schon wieder vorbei. Also Leute, Vorschläge, kreative Vorschläge von euch, von der Hashtag PaxArmy, gerne unten rein in die Kommentare. Und dann hoffen wir mal, dass wir da zusammen Ideen finden und dass wir da, ja, was Geiles oder, keine Ahnung, irgendwelche, weiß ich nicht, Leute. Lasst eure Fantasie mal freien Lauf. Ich bin gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt. Und das Thema wollte ich jetzt hier einfach mal ansprechen in der 20 Uhr Folge. Und ich hoffe, dass es gut ist, dass ich das angesprochen habe. Ich denke mal, offen und ehrlich mit der Community zu interagieren, ist, denke ich mal, steht an erster Stelle. Also, gehe ich davon aus. Genug rumgeschnackt, Leute. Das ist mein Team hier. Ihr seht es ja die ganze Zeit schon hier. Neuer Hazard, Ronaldo, Figo, King, Luis. Goretzka ist halt der Spieler, der da halt aus dem Team noch rausfliegen muss. Ich habe noch so viele Spieler, die aber jetzt natürlich ein bisschen gesunken sind. Aber ein Fabian Johnson, Leute, ein Fabian Johnson lohnt sich eigentlich nicht zu verkaufen. Deswegen trainiere ich den jetzt hier mal in Luis Figo mit rein. So, das war Luis Figo, aber ich glaube, den 100.000 fehlen.
100.000 Erfahrungspunkte kriegen wir die hier irgendwie zusammen. Ich glaube nicht. Lasogga können wir noch nehmen. Ich habe ja mit Lasogga schon die Challenge aufgenommen. Jimenez kann ich nehmen, da ich den eh nicht brauche. Zapata wird auch nichts wert sein. Zack. Also Luis Figo kriegen wir, denke ich mal, hier trainiert. Ich brauche noch einen Elite-Spieler oder so. Pedro Rocher. Ja, Rocher. Rocher wird auch nichts wert sein. Zack, hau ich den mit rein. Wie viel muss ich zahlen für das Upgrade von Luis Figo auf 93? 344.000. Locker easy machen wir das. Zack. Trainieren wir unseren King Luis mal auf 93. Hab dadurch auch die tägliche Quest abgeschlossen. Und die 101er werden wir dadurch nicht kriegen. Eventuell mit Leon Goretzka müsste man mal ausrechnen, ob wir dann durch das Upgrade von Leon, also nicht das Upgrade von Leon Goretzka, sondern wir, oder ich möchte ja Paulo Dybala im ZOM haben, höchstwahrscheinlich, oder wenn neue Ikonen rauskommen, vielleicht eine neue Ikone. Aber die Frage ist halt, ne, EA, wann veröffentlicht ihr die neuen Icons? Weil es gibt noch sehr viele Icons, die es in FIFA Mobile nicht gibt. Schauen wir mal, was wir in den täglichen Quest-Packs haben. Hier leider kein Startspieler, Tapir ist das. Und im zweiten Pack haben wir auch keinen Startspieler, Zaniolo. Alles klar, Leute. Und ich habe eigentlich gestern gesagt, dass ich heute Marcelo kriege. Und schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an, ich habe hier die Punkte abgeholt. Aber ich habe 2495 Punkte. 2495 Punkte. Das heißt, ich kann heute in der 20 Uhr Folge keinen Marcelo abholen, Leute. Mann. Das heißt, wir müssen das Ganze auf morgen verschieben. Dann haben wir morgen Marcelo. Dann sind es hier noch 3 Tage, an denen ich Punkte sammeln kann. An diesen 3 Tagen werde ich es aber nicht schaffen, hier irgendwie noch ein KDB abzuholen. Also abholen zu können. Höchstens hier noch ein Pogba könnte ich noch zusammenkriegen. Und bei den Stürmern eventuell auch noch mal ein Harry Kane. Dann haben wir den 3-mal, Leute. Ja, Harry Kane sollten wir auch noch zusammenkriegen. 100 Punkte, 106 Punkte. Im Verein liegen noch so viele Spieler rum, die ich verkaufen kann. Von einem Messi in Form über einen Verratti, über Griezmann bis hin zu Aguero, Cavani, 2-mal Harry Kane, Alba, Koulibaly. Ich kann ja mal ganz kurz hier Griezmann, Verratti und so mal nachschauen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht auf den Markt geguckt. Das letzte Mal war halt gestern und gestern habe ich halt nur Ronaldo, Messi und so weiter nachgeguckt. Aber wie teuer ist jetzt ein Griezmann? Ist der auch nichts mehr wert? Sind die alle so stark gesunken? 1,6 Millionen, ich glaub's nicht. Alter Falter. Da traut man sich eigentlich gar nicht, den Spieler zu verkaufen für so eine Summe. Ich werde ihn auch nicht verkaufen für 1,6 Millionen, Leute. 1,6 Millionen. Was ist da los? Verratti 92, was bringt der so? Hä? Gar nichts? Verratti, habe ich den falsch geschrieben? Okay, jetzt hat wahrscheinlich der Erste schon wieder unten einen Kommentar geschrieben. Verratti, hast du falsch geschrieben? Doppel-R wahrscheinlich dann, ne? Hä? Verratti auch nicht mit Doppel-R, bin ich jetzt ganz doof? Hä? Verratti. Mit Doppel-R und mit Doppel-T. Alles klar. Das war's dann auch wieder komplett, würde ich sagen. Verratti. So, jetzt habe ich ihn. Ich hätte auch einfach nur Wer einschreiben können und dann wäre er wahrscheinlich auch gekommen. Also 92, wie viel bringt der nochmal? Ich hoffe, der ist auch nicht so stark gesunken, weil vor ein paar Tagen hätte ich den noch für 8 Millionen verkaufen können. Und der ist eigentlich, also er ist hoffentlich, also der ist so geblieben. Und ich denke mal, den werde ich sofort hier raufstellen. Weil ich möchte nicht, dass der noch mehr sinkt. Und 8 Millionen ist eine gute Summe für einen Marco Verratti. Deswegen stelle ich den mal jetzt hier rauf für 8,1 und für 8,35. So, mal gucken, ob der rausgeht. Wenn er nicht rausgeht, dann stelle ich ihn halt nochmal rauf. Aber für so halt die Summe sollte eigentlich schon machbar sein. Und so viele Team of the Year Spieler, ohne Witz, ne? Aber die ganzen Team of the Year Spieler sind halt nichts wert, Mann. Das ist das Problem. Wie viel bringt ein Lionel Messi Schmessi? Messi Schmessi bringt. Vier Millionen für den Inform. Eigentlich auch traurig. Möchte ich eigentlich auch nicht verkaufen. 4 Millionen ist eigentlich zu günstig für den. Und wenn jetzt ein Harry Kane, 89er Team of the Year Spieler und dann 1 Million kostet, dann weiß ich nicht, was da mit der Menschheit los ist. Der ist echt unter 1 Million gesunken. WTF, Alter. Holy moly. Leute, der Markt muss sich beruhigen mit den Team of the Year Spielern. Ich werde die, denke ich mal, jetzt nicht verkaufen.
sondern warten nach dem Team of the Year Event, müssen die nach oben, müssen die in die Höhe steigen. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich habe aber heute noch ein Pack für euch am Start, nämlich das Elite Europa Player Pack. 500 Fever Points kostet das und ich würde sagen, das holen wir uns. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, dass wir dieses Pack hier heute noch öffnen. Aber wir könnten natürlich einen geilen Spieler drin haben. Sollten wir jetzt hier einen 80er ziehen, werde ich nicht auf die Idee kommen, den 80er Spieler zu verkaufen, sondern ich werde den 80er Spieler dann einfach dafür verwenden, um einen Spieler von mir zu trainieren. Ganz klare Sache. Aber ich hoffe natürlich auf einen Gonzalo Higuain oder einen Aubameyang oder einen Özil oder einen Kanté oder einen Immobile oder. Auf jeden Fall einen 85-Plus-Spieler wäre ganz nice. Let's go, wir öffnen das Pack jetzt hier mal. Und mal schauen, was wir da noch jetzt hier in diesem Pack drin haben. 82er Gerard Moreno. Nee, lohnt sich nicht, glaube ich, zu verkaufen. Ich denke nicht, dass der jetzt was... Also ich denke nicht, dass der irgendwie 2 Millionen Münzen kostet oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Geht auch gar nicht. Moreno 82. Nee, nee, nee. Der wird maximal 400.000 Münzen kosten. Maximal. Ja, 200.000. Nee, Leute, lohnt sich überhaupt nicht, den zu verkaufen. Sondern ich werde den einsetzen, um den Spieler zu trainieren morgen oder so. Die Spiele habe ich hier schon gemacht. Ich würde sagen, wir machen einfach mal jetzt ein Ligaspiel, Leute. Wir machen ein Ligaspiel in der Liga. Also das Turnierspiel hier. Gegen diese Liga sollte es auch eigentlich relativ knapp werden. Ich spiele mal jetzt hier gegen den... Ja, hier, Bobby kann gegen den Patluk Hulk spielen und hier Steven kann gegen den Buckmuff spielen. Deswegen spiele ich gegen den 99er. Let's go. The Hans Dwap. Also wie gesagt, Vorschläge für Videos und was wir in den 20 Uhr Folgen machen können, gerne unten rein in die Kommentare, Leute. Also, ja. Schauen wir mal, wie viel... Was? Fünferkette spielt, ja? Alter, ich habe, glaube ich, in FIFA Mobile noch nie gegen eine Fünferkette gespielt. Habt ihr schon mal gegen eine Fünferkette gespielt? Stimmt mal oben in der Infokarte ab. Also, ich habe echt noch nie gegen eine Fünferkette gespielt. Fällt mir jetzt gerade mal auf. No joke, Leute. No joke. Das war ein schlechter Pass von mir, ich weiß. Ja, starkes Tor von Ronaldo. Endlich mal wieder aus der Distanz nach 8 Minuten. Das erste Tor ist miserabel. Ist miserabel. 2-0, Dankeschön. Und wieder Ronaldo. Natürlich, Leute, alles läuft über CR7. Habt ihr auch CR7 oder welchen Team of the Year habt ihr euch geholt? Auch das könnt ihr gerne unten reinschreiben. Der Roulette von Figo war in die falsche Richtung. Hätte er den in die andere Richtung gemacht, wäre der Abschluss sicherlich reingegangen. Vier Tore, Leute. Vier Tore, alle von Ronaldo. Aber vier Tore nach 18 Minuten ist jetzt nicht so die beste und geilste Leistung, muss ich jetzt hier mal so sagen. Ich hoffe, dass meine Liga-Kollegen mehr Tore machen als ich hier. Anscheinend, Leute, anscheinend ist es die Fünferkette. Jetzt habe ich eine Ausrede. Die Fünferkette ist schuld. So, Figo, komm, geh vorbei. Luis Figo, spitzer Winkel, aber... Komm, Hazard... Elfmeter, komm, oben rechts. Ronaldo. 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 Siebtes Tor. Waren das alle von Ronaldo? Dieses Mal flanke ich. Die Flanke ist zu weit. Alter, Leute, es ist echt. Da muss ich mich hier sogar bei meiner Liga entschuldigen. 7 Tore nach 30 Minuten. Das ist definitiv nicht so gut. Ich hoffe, dass ich wenigstens hier noch so auf 15 Tore komme. Dafür muss ich jetzt aber wirklich jede Chance natürlich nutzen und sehr, sehr schnell die Tore machen. Am besten in einem, also in diesem kurzen Abstand wie eben. Jetzt sind wir eigentlich gut drin, wollte ich sagen, und dann schießen wir da einfach den Gegenspieler an seinen Kopf. Komm, Hazard. Dankeschön, 11 Tore. Ja, wenn man so zusammenrechnet, 3 Spiele sind 33 Tore mit den 11 Toren. Geht eigentlich noch klar. 30 Tore ist so die niedrigste Anzahl, die wir uns halt so gesetzt haben in der Liga. Wahrscheinlich nur noch diesen Abschluss und dann ist es vorbei. 13 Tore.
Kriege ich nochmal einen Angriff? Nee, kriege ich nicht, Leute. Das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus an dieser Stelle. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.